und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo! Der ist immer noch im 7. Himmel? Nee, im 10. Okay. Gut, ich pflanze mal Raps an und du kalkst fertig. Gib Gas. Ja. Finde ich eine gute Arbeitsteilung. Jo. Du darfst deine Mist schaufeln nachher. Nee. Wenn du fertig bist. Nee. Kannst du ja mit Förderband machen. Nee. Doch. Oh. Na? Dann was mit der Kuxis da? Nope. Nicht? Nope. Ach, schade. Keine Kohle. Wir müssen mal gucken, wie viel Heu wir noch haben. Ob Kann ich so nachgucken? Ob wir mal Heu machen müssen. Ach, das kann ich doch nicht angucken. Das ist ja im Lager. Nee, das ist ja in der Produktion von der Hofbergmann. Ja, meine ich ja. 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 Aber das wird nicht angezeigt. Heulager. Jo. Wird nicht angezeigt in der Information. Ja. Ist ja gut. Hast du nicht alles aus hier, der App? Wer ist das? Was ist ausgeleckt? Raste nicht so aus. Ach so. Wow. Verstehst du mich nicht oder spreche oder hörst du einfach nicht gut? Was? Verstehst du mich nicht oder hörst du einfach nicht gut? Was? Okay, wir haben noch 15.000 Heu drin, das reicht erstmal. Hä? Wo hast du es gesehen? Bei den Kühen. Achso. Ach, das reicht locker. So. Ach, heieiei. Alles. Oh, warum müssen die Klappe hier hinten auf? Hast du wohl wahrscheinlich aus Versehen aufgemacht. Du bist so laut, das gibt's gar nicht. Ich muss mal nach der Folge reingucken, wie wir von der Lautstärke her sind. Bin ich jetzt wirklich gut laut, dass man mich gut versteht? Nee, du schreist. Ich schreie. So hört sich's an. Moment. Das klären wir. Da. Ist das GPS ein Autofahrsystem oder zeigt es dir nur die Richtung an? Es ist ein Autofahrsystem. Hörst du mich jetzt leiser? Jetzt ist besser. Viel besser. Ist jetzt gut so. So ist perfekt. Das wollte ich schon immer haben. Was heißt Autofahrsystem? Aber er kann nicht alleine Kurve fahren. Nee, das muss man selber machen. Also kannst nur, er wählt nur die richtige Spur, oder was? Oder musst also du die Spur anpeilen? Man drückt eine Taste und da ist so eine Linie. Ja. Weiß. Und da muss man einen Punkt A erstellen und einen Punkt B. Und dann fährt man immer hin und her und der aktiviert dann die Führung. Also du musst die aktivieren, aber du musst wenden selber. Okay. Und wenn du einfach lenkst, dann hört er auf der Linie zu fahren und er hält am Feldrand automatisch an. Okay. Weiß nicht, ob ich das so praktisch finde. Klar, wobei, wenn du immer onboard fährst, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, weil dann siehst du genau, wo du langfahren sollst. Also er fährt automatisch da lang. Okay. Ich fahr trotzdem lieber ohne. 15.000 Euro, überleg mal. Ich liebe GPS. Ja, dann müssen wir hier die Baumstümpfe noch entfernen. In dem Gestrüpp hier. Das kann ich ja machen. Kannst du machen.
Geil. Kein was? Mist fahren. Ja, dann fahre ich halt den Mist. Ist mir egal. Aber Heu sollte man trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass wir mal Vorrat haben. Mhm. Weil eventuell sollten wir uns auch nochmal ein paar Kühe zulegen. Wäre gut, ja. Dass wir vielleicht Gülle oder so noch überhaben. Bin fertig. Die Gülle haben noch. Wir... Hä? Ich bin fertig. Jo, gut. Und ich habe noch 36% drin. Voll gut. Ja. Dann besorgst du dir ein Ding, Stubenfresse. Genau, ich besorg mir eine Stubenfräse. Wie er sich immer über die Worte lustig macht. Hä? Was willst du jetzt? Ja, der Norddeutsche macht sich über Stubenfräse lustig. Ja, es ist keine Stubenfräse, es ist eine Stubenfräse. Ist ein Doppel-B drin. Es wird aber nicht Stubenfräse ausgesprochen, meint der feine Herr. Besorg dir was, um die scheiß Baumstümpfe wegzumachen, euch gut, ja? Bleib ruhig, Alter. Allah ist nicht da. Alter. Alter ist da. Alter ist anwesend. So. Ja. Passt. Also wäre nett, wenn du den kleinen Anhänger mal hinstellst, dass der schon voll wird mit Mist. Ja, aber ich muss dich leider enttäuschen. Ich muss essen. Ah. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Danke dir. Gut. Bis später. Bis später. Ich gehe mal in AFK Channel. Guten. Und aus dem Traktor. Jo. Tschüss. Ciao. Ja, so, ja, dann hau ich schon mal einen Helfer rein. Nimm das komische Gefährt hier. Ja. Was war das? Steuerung S. So. Achso, ups. Dann fahre ich, was habe ich gesagt? Mist. Also den Anhänger irgendwo holen. Ich weiß gar nicht, wo der rumsteht. Gucken wir mal. Ah, hier. Perfekt. Och, der immer mit seiner Vorwärts-Rückwärts-Schaltung. So, und vielleicht fahre ich dann nochmal ein bisschen Kühe kaufen. Vielleicht aber auch in der nächsten Folge. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut auch gerne um 16 Uhr rein. Da gibt es täglich Videos von unserem RP auf der Schwatzingen-Map. Muss die ganze Geschichte passen, oder? Oh, nee, doch nicht. So, dann machen wir hier den Mist weg. Dass oben die Dings da weiter produzieren. Ich glaube 6000 oder so war das, gell? Ah, nicht ganz.
Ah, 5500 ist auch schon ganz nice. So. Aber im Käse kann ich noch gleich mal reinschauen. Warte. Hier hat irgendeiner gesagt, hier draußen steht... da steht so ein alter Buttermischer. Der Jan hat es gesagt. Hier steht irgendwo ein alter Buttermischer. Wo denn? Wo steht da ein alter Buttermischer? Das ist ein Strohgebläse, ein altes, was hier steht. Wo soll da ein alter Buttermischer stehen? Hier ist gar kein Platz dafür. Stromkasten? Dum, dum, dum. Nee. 32.000 oder 31.000 Heu haben wir noch. Ich sehe keinen alten Buttermischer. Ich weiß nicht, wo der denn gesehen hat. Wenn du es gesehen hast, dann schreib mir mal genauer rein, wo das war. Das hat mir nämlich drunter geschrieben, dass da irgendwie ein alter Buttermischer mit Rost wäre. Ich glaube, er meint eher die Abfüllstation. Auf der letzten Reihe hier. Der Helferli. Ja, der fände es schon in Ordnung. Oh, 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 Glück gehabt. Mal bleibst du da drauf hängen auf der Leitplanke. Wie das sich davor gedrückt hat, einmal Mist zu fahren, ey. Jetzt war ich halt mit seinem Fan den Mist. Auch in Ordnung. Was drin. Gut, dann sind die nämlich auch schon wieder alle versorgt und produzieren weiter für uns schön fleißig Geld. So muss das nämlich sein.
Die Produktionen müssen auf jeden Fall am Laufen sein. Man muss da so genau reinfahren mit dem großen Anhänger. Mit dem großen Anhänger, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Das war's dann wohl. Dann sind noch 230 drin. Naja, was soll's. Wenn dann eins nicht produziert, ist auch okay. Ups. Aber das war's auch heute schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wir verdienen weiterhin gutes Geld. Vor allem, wobei, nee, heute haben wir nur gearbeitet. Aber in der nächsten Folge, also morgen 19 Uhr, werden wir wieder Geld verdienen, weil da haben wir wieder ein bisschen Schweinefutter, was wir verkaufen können. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.